Hallo Freunde, herzlich willkommen. Freitagabend, Wochenende. Was noch lange nicht heißt, dass wir hier nicht arbeiten. Bei uns ist immer was zu tun. Ich habe ja Gott sei Dank die beiden Gewinner vom letzten Giveaway haben sich bei mir gemeldet. Beide Pakete sind auf der Reise. Viel Spaß mit euren Sachen. Ich habe ja heute mal in der Community-Reiterkarte von meinem Kanal mal diese Abstimmungsfunktion ausprobiert. Ich wollte einfach mal gucken, wie das so funktioniert, für was man das vielleicht mal gebrauchen kann. Und habe euch einfach mal gefragt, da wir ja jetzt das nächste Giveaway veranstalten können, ne? In manchen Bundesländern haben ja jetzt die Sommerferien angefangen, also wisst ihr, Hilbi, die macht in den Sommerferien immer so ein, haut so ein bisschen das Zeug raus, ne? Früher war es an Weihnachten, ich finde es jetzt eher, da an Weihnachten ist sowieso genug los im Internet, ich finde es eher interessant, jetzt das Sommerloch ein bisschen mit ein paar Giveaways aufzufüllen, macht doch allen richtig Spaß. Dann habe ich heute gefragt, einfach zwei Fragen, mit bitte um Abstimmung, auf was für Gear habt ihr Lust im nächsten Giveaway, weil das passt jetzt dann gerade und so konnte ich schön mal diese Funktion testen. Da war dann die Frage, wollt ihr im nächsten Giveaway, dass ich eine Taschenlampe rausballer oder ein TFG EDC WLT, also ein Tools for Gent Everyday Carry Wallet. Und da wurden jetzt bis jetzt in einem halben Tag, ich habe es heute Mittag gemacht, jetzt haben wir 6:30, also lief gerade so einen halben als von halben Nachmittag, von Mittag bis abends, und es wurden 84 Stimmen abgegeben, 44% für Taschenlampe und 56% für TFG EDC WLT. Also funktioniert cool, dieses Teil, das Feature gefällt mir, haben wir also erfolgreich ausprobiert und darum holen wir jetzt hier gleich in einem Wochenend-Giveaway, wir haben Freitagabend, Sonntagabend, sagen wir mal so plus minus 21 Uhr, mache ich hier dicht und verlosen Gewinner. Dann schaut also wieder mal rein, wer das gekriegt hat. Ne? Also hier nicht zu lange warten, gleich mitmachen. Es ist schnell Sonntagabend. Und weil das die Mehrheit wollte, das glaube ich mache ich jetzt immer so, wenn es irgendwie eine 50-50 Geschichte gibt, lasse ich euch einfach abstimmen. Dann muss ich mir den Schuh nicht anziehen und kann sagen, Moment, so habt ihr es doch gewollt. Feine Geschichte. So, also ihr habt euch entschieden, 56%. Ich soll, die Lampe gibt es natürlich auch irgendwann, aber wir fangen jetzt an mit einem TFG EDC WLT in einer schönen Wildlederausführung. Neue Version mit diesem Ring oben. Er hat auf der einen Seite den Vorteil, ihr könnt es an so eine Schlüsselkette und an euren Gürtel machen oder an eine Gürtelschlaufe, ist verlustsicherer und diebstahlgeschützter. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das Ding hier begrenzt natürlich so den Einschubfach und verengt das Ganze ein bisschen. Gut, es wird schwieriger, also ihr verliert da auf keinen Fall eure Kreditkarte raus. Es wird aber auch mal schwieriger, wenn hier vorne noch Sachen drin sind, auf die Schnelle da mal was rauszuholen. Also es ist nachher sehr, und dann das Wildleder ist eh nach rutschfester. Also das ist dann nachher, wenn ihr die noch an der Kette habt, das ist die absolute verlustsichere Brieftasche. Da klaut euch keiner was und das verliert ihr auch nicht, weil das ist dann... braucht auch immer eine Weile, bis es durch Druck und Körperwärme sich mal an euer Gear anpasst, ne? Aber hier schön Nigelnagel neue Wildleder EDC Wallet von Tools for Gents. Da könnt ihr einen schönen Stift reinmachen. Ist so optimiert, glaube ich, so für Fisher Space Pen, alles in der Richtung. Hinten ist ein Fach, da könnt ihr sich ein paar Geldscheine reinstopfen. Hier könnt ihr eure EC-Karte oder Führerschein reinmachen. Und da vorne ist dann noch Platz für so ein AAA-Taschenlämpchen oder hervorragend reinpassen. Tut hier auch immer wunderbar ein Victorinox Cadet. Und dazu gibt es einen neuen kleinen Tools for Gents Micro Patch, so ein Micro Rubber Patch mit ihrem Logo. Finde ich, ist ganz cool. Packen wir damit dazu rein. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn hier so an Warenwert gerade. Wer da auch mal nachgucken will, die haben gerade so so einen Sommerschlussverkauf schon. Tools for Gents hat eine neue Shop-Adresse, toolsforchance.com, aber über die DE werdet ihr automatisch dahin weitergeleitet und unter der Ausrüstung Taschen, also das Zubehör, nee, doch hier. Also hier ist noch eins drin, die sind nämlich immer ziemlich schnell weg und der Mann in Spanien, wo die näht, der näht sich schon die Finger blutig, 35 Euro. Also hier so ein schönes 35 Euro Pad, Wallet mit Patch geht an euch raus. Wer Bock hat, hier zu mitmachen, schreibt es in die Kommentare, dass ihr Bock habt auf das
TFG EDC WLT läuft ab sofort, wahrscheinlich bis es online ist, wird es vielleicht so circa 7 Uhr bis Sonntagabend, sage ich mal, plus minus 21 Uhr. Also nicht rödeln, mitwachen, wer weiß, da bekommt ihr vielleicht auch demnächst, habt ihr so ein cooles Wallet in der Hosentasche mit so ein bisschen kleiner Folder, kleine Lampe und ein bisschen Bargeld, vielleicht noch einen Stift rein, habt ihr alles schön in einem Ding. Morgens, wenn ihr aus dem Haus geht, schnappt ihr euch euer Wallet, Sack, Hosentasche und wisst, ihr seid immer perfekt ausgerüstet für den Tag. Dann sage ich jetzt schon mal danke fürs Reinzubewerten, kommentieren, schönes Wochenende, Joe, macht's gut, euer Hillbilly, bis ja, Sonntagabend, schaut doch mal rein, wer es gewonnen hat, damit ich da nicht wieder den Gewinner hinterherrennen muss. Weil sobald das weg ist, können wir wieder was Neues rausballern. Okay, Freunde.